Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, gerne wird die parlamentarische Arbeit auch in den Kommunen hier im Land mit dem wohlklingenden Etikett Demokratie versehen, womit der Blick aber für die Wirklichkeit wieder einmal verstellt wird. Denn der Begriff Demokratie kommt bekanntlich aus dem Griechischen und bedeutet nichts anderes als Herrschaft des Staatsvolkes. Das Wort Demokratie tragen Sie, selbsternannte Demokraten, immer und überall schon fast einer Religion gleichend vor sich her. Hinzu kommt natürlich, dass Sie als wohlversorgte Person auch gleich bestimmen, wer ein Demokrat ist oder wer aus Ihrer beschränkten Sicht kein Demokrat zu sein hat. Alle Staatsgewalt geht bekanntlich vom Volke aus, heißt es so schön im Artikel 20 des Grundgesetzes. In Wirklichkeit aber hat unser Volk in diesem Staat aber überhaupt nichts, gar nichts zu melden. Das Staatsvolk wollen Sie ja dann zugleich durch Ihre politische Entscheidung, Vertreter der Bundestagsparteien, gewissermaßen austauschen. In den Paragraphen 17 und 101 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist das Fragerecht von Einwohnern bei öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung und des Kreistages geregelt. Dabei lässt das Gesetz offen, ob auch Beratungsgegenstände der konkreten Sitzung Gegenstand der Fragestunde sein können. Die Regelung beinhaltet grundsätzlich keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Zulässigkeit von Fragen zu Beratungsgegenständen der laufenden Sitzung. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass sehr viele Gemeindevertretungen und Kreistage von der Möglichkeit Gebrauch machen, einschränkende Bestimmungen in der Hauptsatzung vorzunehmen. Demnach werden keine Fragen zugelassen, die thematisch die Beratungsgegenstände derselben Sitzung betreffen. Häufig liegt es an den Vertretern der Bundestagsparteien, dass den Bürgern kaum Mitwirkungsmöglichkeiten eingeräumt werden. Das Volk soll halt nur zuhören, wenn die politische Klasse große Worte schwingt. Wir als nationale Opposition hingegen setzen uns seit Jahrzehnten für mehr Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürger ein. Bislang aber, Herr Müller, wird Volkes Meinung und Volkes Wille von den Herrschenden ignoriert. Aktuellen Umfragen zufolge sind weit über 80% der Bürger für mehr direkte Demokratie und Mitwirkung. Die deutschen Bürger fordern richtigerweise mehr Mitbestimmung, Herr Ritter. Und unser Volk benötigt keine abgehobene politische Klasse, die den Bürgern eine Meinung aufzwingen will, beziehungsweise der Meinung ist, den Bürgern vorschreiben zu müssen, was richtig oder falsch zu sein hat. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der NPD-Fraktion erhalten die Bürger die Möglichkeit, mehr Mitbestimmung und Mitwirkung in den kommunalen Gremien zu erhalten. Wir von der NPD-Fraktion fordern, dass die Bürger in einer Sitzung einer kommunalen Vertretung das Recht haben, auch zu Tagesordnungspunkten Fragen zu stellen. Wir setzen damit unsere vielen Initiativen für mehr Mitbestimmung und Transparenz bei den kommunalen Entscheidungen fort. Und die Ausreden von den sogenannten Demokraten, Herr Ringut, weshalb den Bürgern nicht mehr Mitbestimmung eingeräumt bzw. die Entscheidungen nicht transparenter gestaltet werden können, werden immer absurder. Ich möchte hier mal ein Beispiel nennen. Im Kreistag Ludwigslust-Parchim beispielsweise hat die NPD mehrfach beantragt, die öffentlichen Sitzungen des Kreistages im Internet zu übertragen. Denn viele Bürger, die sich für einzelne Themen des Kreistages interessieren, haben selten tatsächlich die Möglichkeit, an einer solchen Sitzung teilzunehmen. Dazu sind die Wegstrecken schlicht und ergreifend zu weit oder die Sitzungszeiten für normale Arbeitnehmer unmöglich zu erreichen. Auch hier wird eine Folge Ihrer verkorksten und vermurksten Kreisgebietsreform deutlich. Immer wieder wurden diese Anträge abgelehnt, teilweise mit obskuren Begründungen wie, Zitat, manch einem Vertreter fehle die Möglichkeit, sich fehlerfrei auszudrücken, Zitat Ende, so die ehemalige Kreistagspräsidentin Gisela Schwarz von der SPD. Ziel des vorliegenden Gesetzentwurfs ist es, dass die Bürger in der Einwohnerfragestunde zu allen Themen Fragen stellen können, auch dann, wenn diese Themen sich auf der aktuellen Tagesordnung befinden. Bisher ist dieses Fragerecht vom Wohlwollen der jeweiligen kommunalen Vertretung abhängig und daher überwiegend hier im Land Mecklenburg-Vorpommern, Herr Müller, ausgeschlossen. Einige Gemeinden räumen mittlerweile ihren Bürgern die Möglichkeit ein, auch Fragen zu Sachverhalten zu stellen, die sich auf der Tagesordnung befinden. Der überwiegende Mehrheit der kommunalen Gremien hier in Mecklenburg-Vorpommern sieht diese Mitwirkung aus unterschiedlichen Gründen nicht vor.
Die Einwohnerfragestunde gehört gegenwärtig zu den wenigen Möglichkeiten der Bürger, Einfluss auf die Kommunalpolitik zu nehmen und oder Informationen zu aktuellen Themen zu erhalten. Es gibt keinen sachlichen Grund, den Bürgern diese Mitwirkung zu versagen. Auch nicht die Floskel, Herr Müller, von der kommunalen Selbstverwaltung. Dankeschön. Das Wort hat der Abgeordnete Herr Köster von der NPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Thekenmeier, ich bedanke mich erstmal für Ihren Redebeitrag. Es wird Ihnen kaum einer hier zugehört haben, ich habe es aber gemacht. Und Sie haben damit im Grunde unseren Antrag noch zusätzlich begründet. Denn die politische Klasse entfernt sich immer weiter vom Bürger. Und wir möchten nicht, dass der Bürger auf die Launen oder auf das Wohlgefallen von irgendwelchen abgehobenen, also mir geht es vor allem auch um die Kreistage, irgendwelchen abgehobenen politischen Quacksalbern abhängig ist, sondern wir wollen einen Rechtsanspruch der Bürger. Und da Sie schon mal die Kommunalverfassung erwähnt haben und der Herr Glaser hat ja auch den Kommentar zur Kommunalverfassung geschrieben, da heißt es wie folgt, Zitat, das Gesetz lässt es offen, ob auch Beratungsgegenstände der konkreten Sitzung Gegenstand der Fragestunde sein können. Fragen zu Beratungsgegenständen und so weiter und so fort. Die Regelung beinhaltet keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Zulässigkeit von Fragen zu Beratungsgegenständen der laufenden Sitzung. So, nein, Herr Ringoth, wir wollen, dass der Bürger einen Rechtsanspruch hat. Wir wollen, dass er nicht auf die Launen von Ihnen angewiesen ist. Wenn aber die Bürger, und deswegen ist nämlich auch die Kann-Bestimmung in eine Soll-Bestimmung der Einwohnerfragestunden geändert worden, weil die meisten, gerade die meisten Gemeinden letztendlich dieses nicht vollzogen haben. Wenn aber die Bürger in vielen Gemeindevertretungen und oder Kreistagen Fragen zu Sachverhalten haben, die direkt oder indirekt in Tagesordnungspunkten behandelt werden, haben sie meistens Pech und ihnen wird eine Mitwirkung mit Verweis auf den entsprechenden Tagesordnungspunkt verwehrt. Da für Bürger oft erst mit der öffentlichen Bekanntmachung von Tagesordnungen die Möglichkeit besteht, sich mit den Beratungsgegenständen auseinanderzusetzen, sollte ihnen auf den jeweiligen Sitzungen die Möglichkeit eingeräumt werden, themenbezogene Fragen zu stellen. Und das machen einige Gemeinden schon. Es gibt sogar in der Gemeinde Quickborn die Möglichkeit, zu jedem Tagesordnungspunkt nach Abschluss der Beratung haben die Bürger die Möglichkeit, nochmal Fragen zu stellen. Das ist Demokratie im Vergleich oder Volksherrschaft im Vergleich oder im Gegensatz zu dem, was Sie hier rumsalbern, Frau Thekenmeier. Das Amt im Minner Land zeigt auf, dass die Ausweitung der Mitbestimmung für die Bürger sowohl für die Kommunalpolitik als auch für die Bürger eine tatsächliche Bereicherung darstellen. Diese Einschränkungen, die Sie hier vollziehen, sind nicht bürgerfreundlich und verleihen der Politikverdrossenheit im Land weiteren Aufwind. Sie handeln nach einem Grundprinzip, das der bekannte Staatsrechtler Professor von Arnim klipp und klar benannt hat. Zitat, das Grundübel unserer Demokratie, Herr Müller, das Grundübel unserer Demokratie liegt darin, dass sie keine ist. Das Volk, der nominelle Herr und Souverän, hat in Wahrheit nichts zu sagen. Zitat Ende. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass vor allem die Bundestagsparteien die Herrschaft des Volkes verhindern. Die Parteien haben sich, wie der Staatsrechtler von Arnim treffend festgestellt hat, den Staat sich längst zur Beute gemacht. Die Bürger dürfen im derzeitigen System lediglich alle 4 oder 5 Jahre unter großem Medientamtam an die Wahlurne treten. Der bereits erwähnte Professor von Arnim hat die Ursache ihres Handelns festgestellt. In seinem Buch »Das System« führt er richtigerweise aus, Zitat, »Die politische Klasse hat ein Netzwerk geknüpft, das unsere demokratische Ordnung zu ersticken droht«, Zitat Ende. Ich bin mir sicher, dass ihre bürger- und inländerfeindliche Politik dazu führen wird, dass noch mehr Bürger Widerstand gegen ihre Parteien und deren Politik leisten werden. Es steht ihnen ein heißer Herbst und Winter bevor, meine Damen und Herren. Hoffen wir, dass am Ende eine friedliche Revolution steht, die ihre Parteiendiktatur überwindet. Das Recht zum Widerstand nach Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes ist schon längst gegeben. Dankeschön.